Dr. Josef Bechstein, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Herr Dr. Bechstein, Sie haben die Ausschreibung Ein Logo für Deutschland mitinitiiert. Braucht Deutschland ein grafisches Erscheinungsbild? Da könnten Sie es genauso gut fragen. Braucht ein Haus eine Fassade? Wir glauben, ein Logo, mit dem man sich identifizieren kann, ist gut für die Menschen im Land. Deutschland ist eine starke Marke. Ich bitte Sie, Deutschland braucht doch nicht irgendein Logo, sondern eine Politik, die neue Lösungswege aufzeigt. Wir Deutschen haben den Ruf, dass wir immer 100% geben. Also sind wir kein normales Land. Was bedeutet denn normal? Ein Normalbenzin gibt es ja eh keins mehr. Und das sehe ich auch als ein Symptom einer Gesellschaft, der die Normalität abhanden gekommen ist. Ja, gut. Mich nervt allein schon die Frage, sind wir ein normales Land? Und wenn heute bei uns in Bayreuth auf die Bühne gekackt wird, dann genau deswegen. Da verstehe ich den Zusammenhang aber nicht so ganz. Ihren gönnerhaften Sexismus, ja? Den lassen Sie besser mal da, wo er herkommt, nämlich in den 50er Jahren. Frau Kachel, in den 50er Jahren war Ihr Land eine stalinistische Diktatur. Und ich glaube nicht, dass wir von Ihnen eine Nachhilfestunde in Geschichte brauchen. Ebenso wenig wie von irgendwelchen staatlich geförderten Filme- und Theatermachern, die der Meinung sind, Sie müssen sich hier zu einer politischen Stellungnahme versteigen. Genau diese Kunstauffassung zeigt doch ganz genau, aus welchem Jahrhundert Sie stammen. Herr Klein, im Lichte Ihrer Deutschland muss mal aufhören, sich in die Hose zu machen. Sag mal, Herr Klein, wieso lesen Sie eigentlich alles von diesem Zettel ab? Können Sie nicht? Wenn eine Person of Color eine Meinung äußert, dann unterstellen Sie ihr, sie können nicht selbstständig denken. Jetzt lassen Sie ihn doch mal ausreden. Ich glaube, Deutschland kann ein normales Land werden, wenn wir alle immer mindestens 100% geben. Jetzt halten Sie doch mal den Mund, Sie mit Ihrer 100%. Wegen Wichtelkörner wie Ihnen haben wir den Ersten Weltkrieg angefangen und verloren. Und den Zweiten auch. Jetzt halten Sie mal den Mund, Sie Faschist. Solche Reden können Sie im Bürgerbräukeller führen. Und von Frieden, Baby, Erna, lass ich mich noch lang nicht als Faschist beschimpfen. Jetzt reicht's. Sabine. Oh, lala. Und Ihnen knall ich auch gleich noch ein.